Willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Ja, letztes Mal wurden wir ja von der Lupengräfin beauftragt, hier eine Gang auszurotten. Und deshalb gehen wir jetzt mal in das Büro von diesem Dr. Galvanis. Oder Galvanis, keine Ahnung. Und holen da ein bisschen Seuchgezuppel. Gut. Oh, das sind das. Oh. Ist ja nur optional. Also, ich nehme erstmal. Das da wollte ich. Dann gucken wir mal, dass wir die hier vielleicht ein bisschen fertig machen können. Den glaube ich nicht so unpraktisch. Ja gut, ne, der hat nicht seinen Kopf verloren, das sieht nur so aus. War jetzt nicht ganz so gut, naja, man habe ich einen bewusstlos gekriegt, sei getötet. Ich bin halt ein krasser Stealth-Killer, ja, eben nicht so. Die Leiche vielleicht wegschaffen sollen. Aber okay, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Will ich nicht lesen. Zirkonische Blutwurst. Ich brauche nichts zu essen, aber kann nicht schaden. Zirkonische Trauben. Hier sonst noch irgendwas Interessantes? Das da brauche ich. Das wäre nicht schlecht. So. Meinst du? Oh, da sind ein paar Ratten, das ist nicht so schön. Fütterungsprotokoll. Lesen. Vierter Tag, Monat des Windes. Gemischte menschliche Überreste, großer Appetit. Zehnter Tag, Monat des Windes. Ein Sack thyvianisches Essen, angestoßen verrottet, Ratten zeigen kein Interesse. Elfter Tag, Monat des Windes. Eine Büchse eingelegtes Walfleisch, verzehrt. 13. Tag des Windes. Menschlicher Körper. Konnte noch immer Körperteile erkennen. Oh, das war schade. 17. Tag des Windes. 17. Tag, Monat des Windes. War. Keine Fütterung. Gesteigerte Aggressivität. Vereinzelt Kannibalismus. Uiuiui. 20. Tag, Monat des Windes. Vorfall mit letzten Dienstmädchen. Werde Fütterung bis zum ersten Tag, Monat der Dunkelheit aussetzen. Gut zu wissen. Das klingt ja nicht gerade sehr schön. Da sind die fiesen Ratten. Da sind auch die Schlüssel. Da gibt es bestimmt was Cooles drin, aber ich will da nicht rein. Ich schnapp mir einfach mal hier so ein. Kann ich den Kopf auch nehmen? Ja! Butsch! Der sieht ja schon mal einen Kopf. Den lege ich einfach mal hier so hin. Und mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder ob die auf mich gehen. Ja, nee. So, lass mich erstmal in Ruhe. Meins. Meins. Ja gut, so viel sitzt sie auch nicht drin. Oh, wie schnell die aber auch immer fressen, die Viecher, das war. Na gut, jetzt laufen wir zum anderen Körper. Von mir aus. Sollen sie das machen? Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber komischerweise, die Lebenden greifen dann gar nicht an, weil die da in der, die hier bewusstlos rumliegen, wie es scheint. Auch nicht so schlimm. Aber ja, mal gucken. Und nur, dass sie jetzt nicht auf mich zukommen. Finde ich nicht so geil. Euch mag ich aber nicht. Ich mache einfach mal hier die Tür zu. Komm hier nicht durch die Türen. Um Ratten. So, da ist noch was. Ach, das ist nur ein Buch. Das dritte Gebot. Interessiert mich nicht. Das Buch auch nicht. Aber die Bolzen will ich haben. Und die Kugeln. Und so. Ne?
Ach, Quatsch. Ich drücke mal die falschen Tasten. Kommen wir mit den ganzen Ratten her. Zermatsch euch doch einfach nur. Und nur, dass die Ratten jetzt nicht auf mich zugelaufen kommen, das wäre nicht so geil. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Hast du den Typ? Oh, ja. Hätte ich vielleicht... Du? Du kommst her. Bitte, helft mir! Okay. Jetzt haben wir uns einen Schlüssel geklaut. Dich esse ich. So weit wollte ich erstmal noch nicht laufen. Ja, ich bin natürlich einfach nach oben gestürmt. Unvorsichtig, wie ich bin. Nicht so top, aber... Wie gesagt, ich bin nicht so der Stealth-Pro. Wie ihr schon gemerkt habt, ich metzle mich einfach hier durch. Obwohl das wahrscheinlich, glaube ich, nicht unbedingt Sinn des Spiels ist. Da. Oh, Beutel ist das. Ich dachte schon im Buch. So. Was gibt's hier noch? Schwerenbruch. Cool, jetzt habe ich eine Karte gekriegt. Mein Brot. Nom, nom, nom. War lecker. Ich. Sowieso egal. Ich habe sowieso schon alle hier mich aufmerksam gemacht. Größtenteils. Da kann ich auch mal noch ein bisschen Glas zerschlagen. Ach ja, da bin ich ja wieder im Kreis gelaufen, sehr gut. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier rein, was hier so ist. Sieht so aus wie ein klitzekleines Schlafzimmer. Mana-Lex hier kriege ich ja dauernd. Taschenuhr. Hm. Galvanis Tagebuch. Könnte interessant sein. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Haus Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats. Des Monats der größten Kälte. Der Tag, an dem ich Anton... Enten Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas thyvianischen Rotwein. Aha. Gut zu wissen. Betäubungsbolzen. Noch mehr. Sehr schön. Wir haben ja nichts davon. Jo. Ja, immerhin. Huch, ich wollte eigentlich das da. Da oben sind nur ein paar Ratten. Also sind sicher keine Menschen. Könnte etwas verspätet, dass ich nachgucke, aber das war später als nie. Ja. So, Störratte. Die sitzt, die liegt hier cool an der Tür. Zu viel getrunken, ne? Störbratte. So. Meins. Störbratte. So. Das muss natürlich immer wieder sein. War ansonsten nichts weiter außer einer Ratte da. Was gibt's hier? Leere Flasche, leere Flasche. Ansonsten so eher nicht so, ne? Ja, gut. Dann gehe ich da ein. Tür wieder schließen. Ich war nicht hier. Da ist eine schöne Tafel. Dr. Galvanis Labor. Gut. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Eine leere Flasche. Bullenrattenfötus. Oh, oh, oh. Ja, es ist alles sehr appetitlich auf jeden Fall. Das will ich haben. Was steht denn da? Ach ja, das will ich jetzt nicht lesen. Ich habe es einfach mitgenommen. Oh. Ah, gut. Dr. Galvani besitzt ein Geheimzimmer versteckt hinter einer Bücherwand. Okay, und den wichtigsten Tag seines Lebens haben wir auch schon rausgefunden. So, dass wir dann damit wahrscheinlich das Passwort haben. Ja, da gehe ich gleich hin. Ich will erstmal noch hier kurz gucken, was es noch so hier zu holen gibt. Äh.
Niemand macht das Klo zu, ey. Ist schlimm. Schlimm ist das. Aber ansonsten gibt es hier auch nichts weiter, wa? Das da meins, das da meins. Den Audiographer benutze ich gleich. Wohl, kann ich eigentlich machen, wenn ich mich nachher weiter umgucke. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe, in der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Ach Quatsch, sowas kann nicht sein. So. Ich war nicht hier. Auch wenn die gleich was anderes zu sagen. Mein Geld. Aha, okay. Genau, ich habe alles gelesen. Ekelhaft. Durch die Vergiftung des Elixiers der Bottle Street Gang mit Ratteneingeweiden wird jeder, der das Elixier zu sich nimmt, mit der Seuche infiziert. Dazu gehören die Bottle Street Gang und diejenigen, die ihr das Elixier auf dem Schwarzmarkt abkaufen. Tja. Das ist dann scheiße. Hallo, geht auf. Warte mal, dann mache ich auch mal schnell wieder diesen hier. Damit wenigstens niemand weiß, was ich hier wollte. Dass ich hier war, kann ich ja nun leider nicht mehr verschleiern. Obwohl, warte mal, hier ging es doch. Da ging noch nach draußen, ne? Ich will zum Boulevard gehen. Ach Mist, jetzt habe ich ja drin gar nicht mit meinem Dingsens rumgeguckt. Meinem Herzchen. Ist aber nicht nötig. Ich will das da hinten kriegen. Das da auch. Und so. Ach, zur Whisky-Destillerie muss ich wohl. Hier geht's auch nochmal in das Labor, war. Ja gut, ins Büro, whatever. Vorhin übersehen, nicht so schlimm. Oh, Ratten, nicht gut. Ich will da rein. Ich muss da doch irgendwie durchkommen. Aber geht nicht. Oh, das muss doch gehen. So ein Kack. Ich will da lang. Ich komme da bestimmt irgendwie rein. Ich bin wahrscheinlich nur zu dumm, das zu merken, hinzukriegen. Nach da oben reicht mein Ding leider nicht. Noch nicht. Ah, jetzt kann ich doch hier lang laufen. So. Da. So könnte es gehen. Ein Knochenartefakt. Beutel. Tod im Monat der Lieder. Okay, interessant. Darren und Gunnar, keine Ahnung, wie die hießen. Die sind gestorben. So. Jetzt aber. Kräfte her, genau, ich habe jetzt noch 2 Runen, ne? Ich habe 3 Runen? Oh, ich habe 3 Runen. Um das abzugraden, müsste ich 3 Runen bezahlen. Naja, gut. Für die Gesundheit bräuchte ich auch 3. Beherrschung. Kann ich immer ein Tier übernehmen, das ist ganz praktisch. Ich glaube, ich nehme mal hier die Beherrschung. Ja, will ich. Ist aber nicht gut. Wenn ich ein Tier beherrsche und das Tier stirbt, sterbe ich auch.
Naja gut, aber ich denke mal, damit kann ich jetzt hier voll krass durch die Gegend surfen und so. Also, wenn ich es denn machen würde. Es ist da nur noch ein Knochenartefakt. Was denn? Da ist nichts. Gut. Ich will hier lang. Danke. Ach, kann man einfach so außen lang laufen? Sagt mir doch keiner. Wenn man kann, warte. Ja, halt. Ich sag ja gar nicht, das Porten. Ich wollte echt das Porten nehmen. Da. So. Da ist die Destillerie. Ja, ja, hier ist nämlich das noch. Das Quatsch. Ah, jetzt gibt mir das Herz. Da hier muss ich irgendwie reinkommen in das Haus. Ja, für ein Haus. Ach, da stehen die davor. Na gut. Nein, hier ist niemand. Na gut. Hier in die Kiste, da gibt's nichts. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht rein. Dachte ich mir irgendwie. Hier. Ich kann ja mal so ein Mana-Elixier nehmen. Schaden kann es ja nicht. Nee. So. Jetzt gehe ich nochmal auf das Dach da. Wie sonst auch immer. Danach werde ich mich vielleicht um die Typis da kümmern und die niedermetzeln. Oder so. Am besten, dass ich das eine. Genau, da muss ich jetzt zu dem Typi laufen, um das abzugraden. Ein Upgrade, noch nicht gekauft habe, ist schade. Dass die dann bei den Schlafpfeilen sofort einpennen. In den Betäubungspfeil. Das wäre dann schon um einiges einfacher. Ich bin gefangen! Bin gefangen. Wer ist gefangen? Ist da jemand? Hier ist niemand. Na gut. Ich will hier raus. Na gut. Ich denke mal, das ging noch einigermaßen. Hier will ich rein. Ich bin gefangen! Ja, hallo! Wie kann ich denn rein? Ich will doch helfen. Achso, muss ich wahrscheinlich irgendwie mit einer Schnaps. Ich will hier raus. Mach dazu. Mit einer Schnapsflasche gegenwerfen oder so. Na, hier kann ich auch nochmal rumspringen. Aber okay. Mal sehen, ob der Typ mit uns reden will. Hey! Ja, hallo, hey. Ich will nämlich rein. Ich schätze mal, da ist die Rune drin. Das Artefakt da. Ach stimmt, ich habe ja noch ein neues Artefakt, ne? Leichenbestatter. Dafür trage ich die zu selten mit mir rum eigentlich bisher. Das ist echt traurig. Aber warum kann ich mich nicht da durchporten, ey? Das ist bescheuert. Ach so, ja stimmt, das kann ich erstmal nur bei Tieren machen. Naja, gut. Gucken wir erstmal meine Kugeln. Da ist die Destillerie. So. Da soll ich rein. So. Gut. So, da hinten stehen zwei, das ist. Da steht auch noch einer, warte mal, den mache ich fertig. Nee, das ist das Betäubungszubel. So. Na gut. So, mal sehen. Man sagt, er sei wie ein Geist mit einer Armee von Schatten, die ihm vorausgehen. Ist er dort? Ist er nicht so ein Boss? Nein, nein, der ist komisch drauf. Berät sich mit Verrückten, führt Rituale und sowas durch. Noch ein Artefakt und so. Klingst ängstlich.
Und ob ich Angst habe, Rauch ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde vom Nutzer, der berührt hat, dunkle Kräfte erhalten. Er schlitzt dich auf, von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Nicht umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Aha. Mit dem überschwemmten Bezirk, zwischen Weinern und wilden Hunden? Das ich hoffe, sie reden über mich. Perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. So, jetzt komm her und trau dich. Waren wohl Ratten? Das ist auch ein Knochenartefakt. Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot! So. Schläfst du hoch mit dir? Ah, jetzt war ich zu langsam um den. Ui, ach ja, stimmt, ich kann ja diesen hier machen. Warte. Wow, wow, wow. Was war denn das? Ich will. Oh, jetzt. Nimm das da. Vorsicht! Ja, na gut, war wie üblich sehr gut. Ich bin irgendwie mal fast tot, ey. Ich mache irgendwas falsch. Na gut. Ich hab's versucht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, was haben wir hier? Tyvianisches Erz. Oh. Der Elixier-Schwarzmarkt. Okay, interessiert mich nicht. Kurz angucken, aber das war's auch. So, ein bisschen essen. Ein bisschen essen. So. So, jetzt bin ich ja wieder natürlich voll im Stealth-Modus. Ich bin ja. Ist ja klar, ich bin ja Meister hier. Bist du bewusstlos? Stimmt, die hab ich ja angeschaut. Ach, scheiße. Alter. Ich bin echt gut. So viel steht fest. So, ein Toter und ein, naja, nicht so Toter. So, was kommt vor? Für. Genau sowas kommt für. Explosive Flasche. Ach, das ist alles, was die immer auf mich werfen. Mein Schlüssel, Kupferdraht. Da geht's nicht lang. Gut. Ach, da geht's rein. Achso, hier ist leer. Ja, gut. Hallo. Lohnt sich jetzt auch noch hier durchs Schlüsselloch zu gucken. Na gut. Kabelwerkzeug. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Gut. Aber mir fällt gerade auf, ich nehme schon ein ganzes Weilchen wieder auf. Warte, ich schaue noch kurz das da. Und das da. Und deshalb sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.